Hallo Freunde des Klammerschneidens und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Breaktime, Freunde. Heute zeige ich euch das Kader-Set C61027W. Richtig, den Kader haben wir. Ein Lizenzmodell von Kader. So ist es. So, das ist erstmal die Box. Größer als ich. Und ihr seht auch schon, wie gesagt, Lizenzmodell, Hambi-Logo, 1386 Teile, 8 plus. Zeige ich es euch so rum. Motorisierung ist möglich. Seht ihr da, Kaderplakette, Funktionen. Ich komme schon wieder ans Mikrofon. Es wird super. So, schon wieder. So sieht es innen drin aus. Zwei Packungen. In der einen erwarten euch Bauabschnitt 1 bis 2, in der anderen 3 bis 5, obwohl in der Anleitung tatsächlich interessanterweise mit Buchstaben gehandelt wird und nicht mit Zahlen. Ja, ist dann so, ne? Aber gut, muss man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen. Ist aber, denke ich, nicht weiter schlimm. So. Holen wir das Monster mal rein. Ne? Anleitung sagt, Box sagt 30 cm lang, 11 cm hoch, das kann ich bestätigen, ist der Fall. Ich glaube, man kann dieses Modell schon so stehen lassen und ich könnte dieses Video beenden und ihr werdet begeistert. Denn dieses Modell ist für mich der lebende Beweis, dass es Klemmbausteinhersteller auf dieser Welt gibt, die Lego kurz davor sind zu überholen. Dieses Fahrzeug ist für mich besser als alle Kobi-Fahrzeuge, die ich bisher gebaut habe. Und das mag was heißen. Vorneweg, zwei Anleitungen habe ich ja schon gesagt. Vorne und hinten gefüllt Kader-Logo drauf. Sehr, sehr einfach. Ich habe mich ja gestern im Stream leider verbaut, deswegen musste ich ihn dann aufhören. Ich habe den Baufehler nach 2 Stunden ungefähr gefunden. Die reine Bauzeit vom Modell beträgt eigentlich nur 2,5 Stunden. Naja, es war am Ende irgendwas Dusseliges mit einer Technikachse, aber gut. Ihr habt mehrere Funktionen, die zeige ich euch jetzt erstmal. Motorhaube, Kofferraum auf, Motorhaube auf. Gut. Für die Motorhaube, ne, wozu hat man denn eine kleine, süße Kamera, wenn man sie denn nicht einsetzt? Richtig, also machen wir das mal. Ihr seht hier den angedeuteten Motor, das ist dieses graue Teil hier. Ja. Und die Technikfunktion hier übrigens geht dann die Achse rein, die dann zum Lenkrad führt, wodurch ihr dann später mit dem Lenkrad die Räder dann lenken könnt. Ne? Und das Ganze wird hier aufgehangen, und zwar hier auf diesen Pin, ja, kommt auf diesen Brick, kommt dann diese zwei Technik, diese 1x2 Plate. So, Kamera wieder wegstellen. Zack. Ne, so. Fertig. Kofferraum. Warum ist da so viel Platz? Richtig, ihr könnt es motorisieren. Da ist schon vorgesorgt geworden von Kader. Die Aufhängung ist schon da. Ihr seht die Technikachse, die da rausguckt. Da kommt da quasi die Box rein. Sehr, sehr cool gemacht. Kann wieder zu. Achso, ihr könnt das hier übrigens auch runterklappen. Ja. Könnt ihr übrigens auch durchgucken durch die Medaille. Ihr seht, da hinten mein Pullover noch. So. So viel dazu. Dann haben wir noch 4 wunderbare Türen, die natürlich auch einfach aufgehen. Außer die hier, weil ich da ein Teil falsch angebaut habe. Das habe ich vorhin erst gesehen. So, zack, zack. Geht problemlos. Nächster Einsatz, die kleine Technikkamera. Na ja, wir machen das mal anders. So machen wir das mal. Denn da seht ihr jetzt den Innenraum. Der ist nämlich komplett orange gefliest. Lenkrad da, was ich eben angesprochen habe. Alles gefliest innen drin mit orangenen Plates. Wunderbar, keine Probleme. So. Ne? Türen wieder zu. Das war's. Das einzige Problem, was ich in diesem Set habe, ich weiß nicht ganz genau, wie die Räder auf sollen. Das habe ich in der Anleitung nicht so ganz genau entnehmen können. Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass ich dafür ein bisschen zu doof bin. Aber gut. Was finde ich noch cool an diesem Modell ist ganz einfach, ihr seht übrigens, er kann fahren. Man kann ihn erstens mit einem Creator Expert Auto schon vergleichen. Ja. Preislich nicht ganz. Ihr wisst, der Ford Mustang zum Beispiel von Creator Expert kostet 130 Euro, der kostet 80. Und was ich noch ganz cool finde, ist ganz einfach, das Teil ist in weiß. Ja. Die gibt es auch wirklich in weiß, ich glaube, die gibt es sogar noch in schwarz. Aber der Vorteil ganz einfach ist hier dran. Dieses Teil ist mal eine Ausnahme. Denn normalerweise sind die Humvees aus den Filmen einfach stinknormal beige, haben hier oben noch ein Drehgeschütz drauf und das war's, ne? Das hat der jetzt hier nicht. Finde ich, sieht ziemlich oder bedeutend besser aus.
Ist einfach so, ja. Also, ich finde es einfach nur cool. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, weil dieses Modell tatsächlich echt breit ist. Ja, ich weiß nicht, ob man das so ganz sehen kann. Und das, da dachte ich echt, sag mal, wie breit wollen die das denn bauen? Aber wenn man es wirklich fertig so schräg zu stehen hat, erkennt man es echt. Ach so, ich wollte euch das nur mit dem Lenkrad natürlich noch zeigen. Na, komm her. Ja, ich sollte das Lenkrad natürlich nicht reindrücken, ne? Das wäre von Vorteil, glaube ich. Na, komm. Ist es kaputt? Glaub schon. Ach, der Pin da unten hat sich gelöst. Na, das ist nicht so gut. Na komm, bleib doch da. Jetzt funktioniert es natürlich nicht sehr prickelnd, ey. Ich zeige es euch kurz in der Kleinkamera. Da unten drin kommt noch mein dicker Finger da rein. Das, diese Aufhängung da unten, warte mal nach vorne. Da ungefähr, die hat sich gelöst, ja. Na komm, stell scharf. Ihr seht es, glaube ich, jetzt so einigermaßen. Da hat sich eine Aufhängung gelöst, deswegen funktioniert es natürlich gerade nicht. Wie soll es auch anders sein? Aber ich schau mal schnell, ob ich das noch auf die Schnelle jetzt hier hinbekomme. Jetzt löst sich auch nicht hier der Stuhl. Ja, irgendwie nicht. Den muss ich dann nachher wieder einbauen. Naja. Aber glaubt ihr, es funktioniert. Weil ich glaube, man sieht auch, genau, ihr seht es jetzt hier, wenn man nämlich hier an den Rädern dreht, bewegt sich auch das Lenkrad, ne? So. Dieses Modell ist auch tatsächlich Steinequalität, wie gesagt, auf Lego-Level. Ich habe eine Sache, die mich an diesem Modell stört, aber ich finde es nicht schlimm, weil wir es bei Lego auch haben. Okay. Das ist nämlich folgendes. Dazu nehme ich wieder meine kleine Superkamera. So, seht ihr diesen Stein? Richtig. Der ist nämlich hier, wo mein Finger gerade. Hallo, Fokus. Der ist nämlich genau hier blau gefärbt. Ja. Aus welchem Grund auch immer. Ist einfach blau. Das gleiche haben wir bei dem auch noch. Nur das ist hier eben bei dem da. Bei dem, bei der 1x2er-Fliese da, bei der. Nur dass es da eben hinten blau gefärbt ist. Das seht ihr es nochmal. Ja. Ist halt so. Sieht doof aus, weil es halt im hinteren Teil ist, also weil es halt oben drauf ist, weil man es halt sieht. Aber der Rest stört mich, wie gesagt, nicht. Das war's eigentlich zu diesem Modell. Also es gibt nicht viel. Also es gibt nur diese eine Sache, die ich an diesem Modell aufzusetzen habe. Und ansonsten sieht es halt mega. Also ich meine, schaut euch das mal an, ne? Also. Ich meine, wenn man es so ins Regal stellt, eingeschlagene Räder, das sieht halt schon cool aus. Also das, da bin ich echt mit zufrieden. Ich mag auch hier diese Motorhaube, wie man die aufklappen kann. Also, was will man mehr, ne? Für mich, super Modell. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, mit Rabatten kriegt ihr das auch ein bisschen billiger, ne? Als 80 Euro. Deswegen freue ich mich auch schon sehr stark auf das Classic Sports Car von Kader. Das haben wir auch noch hier zu stehen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Hat, glaube ich, ungefähr die gleiche Teilenanzahl. Naja, okay, 100 mehr. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das bauen wir wahrscheinlich erst nächste Woche auf. Muss ich mal schauen. Aber soweit dazu, ne? Also, das ist echt cool. Also, ich bin echt positiv überrascht von Kader. Weil es gibt ja nicht so viele unbedingt, die dieses Set gekauft haben. Eher das Sportscar, das ist ja auch ein bisschen bekannter, glaube ich. Aber der ist definitiv auch, und vor allen Dingen von unten, da ist halt nicht viel los. Ja. So. Ich weiß nicht, ob ich schon gezeigt habe. Ich zeige es einfach nochmal, weil sie so schön ist. Die bedruckte Humvee-Plakette wäre natürlich schön, Kamera, wenn du woanders hin fokussieren würdest. Als jetzt. Ja, die ist bedruckt. Die ist tatsächlich bedruckt. Hallo. Mit. Ich halte kurz mal das Humvee-Netz. Mit dem Humvee-Logo. Ja, sieht sehr cool aus. Die wird in der Anleitung unten an dem Modell angebracht. Teile-Trenner auch noch dabei. Transclear. Motorisierungsteile auch noch. Für die Motorisierung ist auch da. Also, die haben ordentlich vorgesorgt. Zum Beispiel hier das Lenkrad für die Anleitung. Für die Fernbedienung dann, womit ihr das Modell lenken könnt, ist auch da. Also, gar keine Probleme. Also, schreibt eure Meinung gerne zu dem Set in die Kommentare, ob ihr es auch habt. Ich bin sehr gespannt drauf. Und bis dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt wie immer gesund. Jetzt kann ich nochmal die zweite Kamera schnell wegmachen, dann könnt ihr nochmal alles hier sehen.
Und ja, bis dann, bleibt wie immer gesund, gerne kostenlos abonnieren und bis dann. Ciao, ciao.